So, habt ihr gleich Reisefieber, hä? Ja, haben wir. Ein bisschen ist gut. Oli, ich fliege jetzt erst mal auf Israel. Ja, wir gehen auf Israel, kommst du mit, Oli? Ganz bleich sind sie da. Ich fliege jetzt erst mal dieses Jahr. Ich habe ein bisschen Lampenfieber. Bekomme ich jetzt den gerade? Bei denen geht es ein bisschen länger. Output haben wir schon gehabt, gestern Abend. 180 Schäkel für 6 Bier. Sagt ihr gerade 65 und dann 77? Jawohl, und dann können wir dann auf die Bilie sammeln. Ja, genau. Dann gehen wir links. Ja, auf Tapka, ja. Wohin gehen wir? Jetzt fahren wir hier 6 auf, das 65 bis auf Seelie ab und dann gehen wir kurz pendeln. Aber es ist ja doch noch ein bisschen lustig eigentlich. Warum? Das ist ja nicht auf dem Mach, das ist wirklich. Nein, aber. Nein, nein. Das ist Brechen, oder? Limestone. Was ist das? Kalk? Kalkstein. Ja. Kalkstein. Ja. 70. Was ist? Die Kreide, da kann man schreiben. Ja, ich muss mich ausruhen und staunen ab den Glocken. Thank you.
Und der Christoph nimmt mich einfach die Luft durch. Darum habe ich jetzt nämlich alles raus, damit ich weiterlaufen kann. Wir sind hier jetzt im Qumran und da sind Rollen entdeckt worden, uralte Jesaja-Schriftrollen. In der Wüste habe ich noch nie erlebt, weder in den USA noch hier in Israel. Bis heute. Aber jetzt am Toten Meer bei minus 400 Meter. Das ist brutal. Ja, wir sind hier auf der Burg Massada. Beide Kollegen sind hochgelaufen. Ich habe es mit der Bahn genossen. Absoluter Hammer gewesen. Hier oben zu laufen ist wirklich das, was ich mir erhofft habe. Das ist jetzt Hammer. Wenn du das spürst, die Felsen und die Hitze und alles, ist das so faszinierend. Du spürst Geschichte, den ganzen geschichtlichen Hintergrund. Habe ich gebraucht. Wie lang? In 22 Minuten und 22,5 Minuten. Ja,
kommen die nackten Tatsachen definitiv an den Tag. Können wir das Modell anschauen, das so gut zeigt, wie Jerusalem damals zur Zeit Jesu aufgebaut ist. Die Mauern und der Tempel und alles. Das Modell müsst ihr unbedingt sehen. Weil da siehst du jetzt die verschiedenen Mauern. Das hier oben, die ganze Ebene, das ist der Ort, der ganze Tempelplatz hat er gekauft. Es ist Krieg und Plan. Wir machen einen Spaziergang auf der Mauer vom Jaffa-Tor bis zum Damaskus-Tor. Ich finde Halleluja. Der Halle hat uns gebracht. Ich gieße es mit Liebe und Freude. Guten zusammen. Er hat ja noch nicht. Dürfen wir auch machen.